In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man für diese Rechteckpulsfolge hier eine Fourier-Reihenentwicklung ausrechnet und die Fourier-Koeffizienten AK und BK bestimmt. In einem anderen Video habe ich dann mal gezeigt, wie man in MATLAB praktisch die umgekehrte Operation macht, eine Fourier-Synthese und diese berechneten Koeffizienten AK und BK nutzt hier die A, Ks waren alle 0, um diese Funktion zu plotten und darzustellen und zu schauen, wie gut diese Fourier-Reihenentwicklung passt zu der originalen Rechteckpulsfolge. Und das war ja genau die Idee der Fourier-Reihenentwicklung, eine periodische Funktion darzustellen als einen Gleichanteil und dann eine Summe von Kosinus- und Sinusfunktionen, die jeweils gewichtet sind mit den entsprechenden Fourier-Koeffizienten AK und BK. Und die Schwierigkeit war eigentlich eben, diese Koeffizienten auszurechnen, weil man dafür diese etwas fiesen Integrale hier bestimmen muss. Und das war dieser etwas längliche Rechenweg. Und genau das möchte ich jetzt umgehen. Also ich möchte in diesem Video zeigen, wie man mit Hilfe von MATLAB und einer diskreten Fourier-Transformation oder numerischen Fourier-Transformation oder einer schnellen Fourier-Transformation, FFT, Fast Fourier Transform, in MATLAB die AKs und BKs bestimmen und berechnen kann. So, und dafür nehme ich einfach das ursprüngliche Programm, das vorherige Programm als Basis. Am Anfang alle Variablen löschen, alle Abbildungen schließen. Die Periodendauer sind immer noch 2 Sekunden. Daraus kann man die Frequenz bestimmen in Hertz und die Kreisfrequenz in 1 durch Sekunde. Und wir brauchen jetzt immer noch einen Zeitbereich. Der muss allerdings jetzt bei 0 anfangen. Und im Idealfall geht ja über genau eine Periode, kann auch natürlich ein Vielfaches der Periode sein, aber am besten ist, man nimmt genau eine Periode und für diese eine Periode nehme ich jetzt mal 1001 Werte wieder und dann ist ja der letzte Wert sozusagen doppelt, weil das T ist ja das 0 der nächsten Periode. Und diesen doppelten Wert, den schmeiße ich jetzt mal weg. Also ich sage, das T, da nehme ich nur die Werte von 1 bis end minus 1, den letzten Punkt weggeschmissen und dann bleiben da eben nur noch 1000 über. So, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die wollen wir ja ausrechnen. Diese Zeile verschiebe ich mal nach unten, die brauchen wir vielleicht später noch. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist jetzt halt diese Rechteckfunktion. Die haben wir hier zusammengebastelt aus so einer Square-Funktion, die hatte eine 2-Pi-Periodizität, deswegen benutzt man die genauso wie Sinus, Sinus oder Square von Omega T und genau wie der Sinus schwankt die zwischen minus 1 und 1. Das heißt, wenn man die durch 2 teilt und plus 1,5 rechnet, dann kommt man genau auf diese Rechteckpulsfolge, die hier dargestellt ist, die zwischen 1 Volt und 2 Volt schwankt mit einer Periodendauer von 2 Sekunden. So, und von dieser Funktion möchten wir jetzt eben weiterhin die Fourier-Koeffizienten ausrechnen. Und dafür nutze ich jetzt diese Funktion hier in MATLAB. Die hat mal ein Kollege von mir in Magdeburg geschrieben. Ich habe die ein bisschen angepasst. Und die basiert, wenn man hier runter scrollt, auf der FFT-Funktion aus MATLAB. Und die ist jetzt so für die IngenieurInnen nicht so ganz so toll, weil man gibt ja eben nur die Zeitfunktion und kriegt dann das Spektrum zurück. Man muss sich aber so ein bisschen überlegen, für welche Frequenzen gilt dieses Spektrum und wie muss das skaliert werden. Und das leistet eben diese Funktion hier, weil man gibt ihr nicht nur die Zeitfunktion, sondern auch die passenden Zeitpunkte dazu. Und dann kriegt man eben nicht nur das Spektrum zurück, sondern auch die Frequenzen, an denen dieses Spektrum gilt. Und es gibt hier noch so einen Modus, den müssen wir jetzt auf Sinus, habe ich das hier genannt, setzen, weil wir ein kontinuierliches Signal haben. Diese Rechteckpulsfolge geht ja immer wieder an und aus. Wir haben keinen einzelnen Puls, den wir jetzt transformieren wollen. So, also nehmen wir jetzt diese Funktion und benutzen diese Funktion jetzt, um dort unsere Rechteckfunktion einzusetzen und unsere Zeiten. Dieser Modus ist, wie gesagt, Sinus oder wer heißt Sinus. Und das, was wir dann zurückbekommen, sind, ist das Spektrum, sind die Spektralanteile. Da stecken sozusagen unsere Fourier-Koeffizienten drin. Das schauen wir uns gleich an. Und ganz viele Frequenzpunkte. Jetzt sieht man, ich überschreibe dummerweise diese Frequenzen hier oben. Also muss ich das mal auf F0 umbenennen da oben. Hier unten nenne ich das dann wieder F. Und dementsprechend muss ich auch mal das, nenne ich mal das Omega auch in Omega 0 um. So, dann hat MATLAB das jetzt auch gleich an allen Stellen, an denen das auftaucht, hoffentlich vernünftig geändert. Und bis dahin können wir das jetzt mal ausrechnen und mal in das UF reinschauen
Und ich zeige jetzt mal hier unten nur die ersten 5 Werte, weil man sieht, da stecken jetzt 501 Werte drin. Wir haben 1000 Zeitpunkte reingesteckt, 501 Werte zurückbekommen. So, also die ersten 5 Werte. Und da sieht man, der erste Wert, das ist unser Gleichanteil, die 3 Volt, die wir mal vorher hatten. Oder das A0, ne? Der Gleichanteil war genau die Hälfte davon. So, und das sieht doch hier aus wie das B1. Allerdings als Imaginärteil dieser Zahl, also man sieht, dieses Spektrum, das ist jetzt komplexwertig. Und naja, das könnte das A1 sein, das war ja in unserer Entwicklung jetzt exakt 0. Das ist jetzt hier nicht genau 0, weil diese Rechteckpulsfolge, die wir jetzt hier haben, die hat natürlich jetzt eine endliche Anstiegszeit und eine endliche Abfallzeit. Dadurch kommt diese Ungenauigkeit zustande, ne? Aber das kann man halt so rechnen, das ist 0,002 ist halt ein 500stel. Das liegt jetzt daran, dass wir genau 500 Frequenzen, wenn man so will, zurückbekommen und 1000 Werte reingesteckt haben. Also wenn man das noch ein bisschen kleiner machen will, müsste man einfach mehr Zeitpunkte nehmen. So, also das könnte das B1 sein. Können wir mal testen. Das B1 war 2 Volt durch Pi. Wenn wir das ausrechnen, sehen wir, das stimmt. Das sind genau diese 0,63. Und dann das nächste hier, das könnte das B2 und das A2 sein. Die waren beide 0. Und das könnte das B3 sein. Das war 2 durch Pi durch 3. Und dann sieht man, das passt auch genau vom Zahlenwert. Also ist das hier, das ist das A0 und dann haben wir A1, A2, A3 immer als Realteil und B1, B2, B3 und so weiter als negativen Imaginärteil. Deswegen war es vorher gut, sich so ein Beispiel zu überlegen, dass man noch von Hand rechnen kann. Also kann ich jetzt mal die Werte, die wir vorher hatten, hier raus extrahieren und sagen, der erste Wert, der in dem UF drin steckt und davon der Realteil, das ist das A0. Und alle weiteren Werte, die dort drin stecken, von 2 bis zum Ende und der Realteil davon, das sind die AKs. Und alle weiteren Werte, die da drin stecken und dann der negative Imaginärteil, das sind die BKs. Und die können wir uns jetzt vielleicht auch mal darstellen. Dafür nehme ich mal das hier oben. Und vielleicht können wir uns vorher mal die Zahlenwerte anschauen. Also lasse ich das mal ausrechnen und wir gucken uns mal die ersten 5 AKs an und stellen dann fest, okay, die sind praktisch alle 0 oder nahe 0. Und die ersten 5 BKs sind, so wie wir die vorher ausgerechnet haben, kann ich nochmal auf der handschriftlichen Lösung zeigen. Hier unten stehen die BKs. 2 Volt durch Pi, 2 Volt durch 3 Pi, 2 Volt durch 5 Pi und die anderen beiden sind 0. Das ist genau das, was jetzt hier auch in MATLAB steht. Also das scheint schon mal sehr gut zu passen. So, jetzt kann man, wenn man möchte, eben noch die AKs und BKs sich hier mal plotten. Über der Frequenz natürlich. Und da darf ich jetzt auch nur den... das ab dem zweiten Eintrag in dem Frequenzvektor plotten, genauso wie hier natürlich. Und dann sind das hier die Frequenzen oder das ist die Frequenz. Und auf der Y-Achse haben wir jetzt praktisch die Fourier-Koeffizienten. Und der erste Legendeneintrag, das sind die AK und der zweite Legendeneintrag, das sind die, ups, das sollten hier natürlich BK sein. So, und dann kann man das mal bis hierhin plotten und stellt fest, okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier stecken jetzt aber eben die ganzen AKs und BKs drin in dem Plot, die MATLAB alle berechnet hat, nämlich 500 Stück. Also sollten wir vielleicht mal dieses Diagramm so ein bisschen begrenzen auf, naja, von der Frequenz 0 bis vielleicht zum Zehnfachen unserer Grundfrequenz, also dem F0, was oben definiert ist aus der Periodendauer. Und dann sieht das Ganze so aus. Also die AKs sind alle sehr klein oder nahe 0. Das sollte auch so sein in dem Beispiel. Und die BKs, also B1 haben wir, das B2 ist 0, B3 haben wir und so weiter. Und wir haben diesen 1 durch K Abfall, 1 über F. Abfall. Dieses Diagramm ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig schön und passend dafür, weil hier zwischen gibt es ja eigentlich nichts. Wir haben ja nur einen Wert hier und da und dort und diese Linie dazwischen, die passt jetzt eigentlich nicht.
Das kriegt man jetzt aber geändert, indem man einen, ja, wie so ein Kamm als Plot benutzt, der heißt Stem in MATLAB. Und da muss man das jetzt ein bisschen anpassen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Also wir müssen die AK und BK alle in eine Matrix reinschreiben. Und probieren wir das mal aus. Und dann funktioniert es nicht, weil ich mich verschrieben habe. Das heißt nicht Stemp, sondern Stem. Also probieren wir es ab hier nochmal. Und dann geht das immer noch nicht, weil irgendwie diese Vektoren nicht zusammenpassen. Da müssen wir den vermutlich mal transponieren, da Zeilen und Spalten vertauschen. Okay, und dann funktioniert das und dann sieht das so aus, wie das so aussehen sollte. Ne? Also wir haben ja nur hier einen Wert und da einen Wert und so weiter. Diese einzelnen Frequenzanteile, Spektralanteile, die einzelnen Fourier-Koeffizienten bei der jeweiligen Frequenz. Oh, und die Frequenz hat natürlich die Einheit Hertz. So. So sieht das aus. Jetzt ist das Diagramm weg. Da ist das Diagramm wieder da. Jetzt steht ja auch Hertz dran, so wie es sein sollte. Okay, dann haben wir ja die ganzen Koeffizienten. Dann können wir uns daraus jetzt wieder andersrum als Fourier-Synthese wieder die ursprüngliche Funktion zusammenbasteln. Und das heißt, das A0 haben wir schon. Das übernehme ich einfach von vorher. Diese Schleife über alle Ks, die haben wir jetzt auch. Die BKs brauchen wir nicht mehr ausrechnen, die gibt es ja schon oben. Aber das AK und BK ist ja jetzt ein Vektor. Aus dem muss ich hier also immer das k-te Element rausnehmen. Und ganz allgemein bräuchte ich dann später vermutlich auch noch die... Also ich nehme jetzt mal einfach, auch wenn die AKs sehr klein sind, ich nehme die jetzt mal mit dazu. Und die waren ja multipliziert mit Cosinusfunktionen. So, und dann sollte das eigentlich der Rest des Programmes auch funktionieren. Diesen Plot hier, den klammere ich jetzt mal, den kommentiere ich mal aus, sodass wir nur das Ergebnis am Ende haben. Und dann sieht man, okay, das passt. Und ich kann das jetzt hier auch wieder auf höhere Anzahlen stellen. Dann wird das eben dementsprechend wieder etwas besser und genauer. Und ich könnte jetzt auch alle Werte mitnehmen, die wir haben. Also bis zur Länge AK, also so viele Elemente wie in AK und BK drinstehen, so weit kann ich ja diese Schleife laufen lassen. Und dann stellt man fest, oh, das passt exakt gut jetzt. Das sieht so aus, wie wenn diese Fourier-Reihe oder wenn die exakte Rechteckpulsfolge genau über unserer Fourier-Reihe liegt und man gar nicht mehr diese Überschwinger sieht, die es da vorher so gab. Das ist jetzt tatsächlich aber nur Glück. Das liegt eben daran, dass wir eigentlich nur auf die Nullstellen gucken von diesen ganzen Überschwingungen. Das sieht man jetzt, wenn ich mal die Zeiten, die hier zum Plotten benutzt werden, wenn ich da mal 2001 draus mache, also doppelt so viele Zeitpunkte nehme. Und da muss ich, denke ich, auch den exakten Rechteckpuls nochmal neu ausrechnen zum Plotten, damit das mit der Länge der Vektoren hier unten übereinstimmt. Und dann können wir uns das anschauen. Ja, und dann stellt man fest, ja, es gibt diese Überschwinger noch, die haben wir eben vorher nur nicht gesehen, weil die verdeckt waren, weil wir genau nur an die Nullstellen von diesen schwingenden Funktionen halt geschaut haben. So, aber so passt das soweit. Und naja, was ist jetzt der Vorteil in dieser Geschichte? Die Intelligenz des Verfahrens steckt jetzt in dieser Fourier-Funktion. Wir mussten keine Integrale mehr lösen. Das heißt, wir können jetzt hier auch prinzipiell jede beliebige Zeitfunktion hier oben hinschreiben und diese Fourier-Funktion wird uns daraus den Gleichanteil oder doppelten Gleichanteil und die Fourier-Koeffizienten AK und BK ausrechnen. Also probieren wir das doch mal aus und ändern mal, also ich schreibe mal hier eine 50 hin, das war das Tastverhältnis. Das war original 50%, jetzt sollte eigentlich noch genau die gleiche Funktion rauskommen wie vorher, das ist der Fall. Und ich stelle das mal hier unten jetzt wieder so ein, dass wir hier nicht diese ganze Länge haben, sondern ich mache das mal bis zur 20. Und dann sieht man, okay, so, Näherung passt ganz gut. So, und jetzt ändern wir das mal hier zum Beispiel auf 75%, also etwas länger an, etwas kürzer aus.
Das könnte man jetzt in der handschriftlichen Lösung auch noch hinbekommen. Dafür müsste man eben diese Grenze hier sozusagen ändern und diese Integrationsgrenze hier entsprechend anpassen. Und dann ist die Vereinfachung ein bisschen anders. Also das heißt, da müssten jetzt auch AKs rauskommen. Also probieren wir das mal aus und lassen das laufen und stellen fest, oh, das sieht irgendwie seltsam aus. Warum sieht das seltsam aus an der Stelle? Da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht. Und das liegt daran, dass hier die Schleife noch falsch ist. Die läuft ja nur über die ungeraden Anteile. Wir nehmen jetzt nur das B1 und B3 und B5 und A1 und A3 und A5. Es gibt jetzt aber auch, wenn ich mir jetzt mal die wieder die AKs anschaue, also die ersten 5, dann stellt man fest, jetzt gibt es auch, es gibt immer noch keinen A0, aber wahrscheinlich bei den BKs ist das so der Fall. Genau, also hier gibt es jetzt auch ein B2 und so weiter. Naja, und deshalb, also wir müssen in einer Schritten einfach vorgehen. Und siehe da, das funktioniert. Es funktioniert aber immer noch nicht so richtig, weil ich hier unten diese Funktion neu plotte. Ich muss, ich nehme mal das hier weg. Also das haben wir jetzt ausprobiert, dass das funktioniert. So, und dann sieht man, das passt. Also vorher stand die einfach noch auf den ursprünglichen 50%. Ja, und das kann ich jetzt eben so weitertreiben und kann sagen, ich kann mir auch mal nur 10% einstellen. Also dann ist die nur ganz kurz an und ganz lange aus. Und dann sieht man, das passt auch. Ja, und naja, letztendlich kann man jetzt hier jede beliebige andere Funktion einstellen, die man möchte. Zum Beispiel vielleicht mal so eine Dreieckfunktion, dieses Sawtooth, eine Sägezahnfunktion, mache ich mal so, dass die genau in der Mitte ihr Maximum hat. Und dann geht das wieder nicht, weil das muss jetzt nicht Prozent sein, sondern eine Zahl zwischen 0 und 1. Da haben die MATLAB-Entwickler sich das etwas seltsam überlegt. Und dann sieht man, das passt. Also selbst mit jetzt den 20 FOI-Anteilen, hier muss ich das direkt mal runtersetzen ein bisschen, damit man da überhaupt noch einen Unterschied sieht. Da sieht man für diese Rechteckfunktion und für diese Dreieckfunktion ist das jetzt in dem Fall, passt das halt auch super gut. Und mit dem Verfahren könnte man jetzt hier oben letztendlich jede beliebige Zeitfunktion hinschreiben, die man möchte. Hauptsache, die ist periodisch in dieser Periodendauer. Man könnte auch ein Stück Musik laden in MATLAB und dann mit Hilfe dieser Fourier-Funktion von dem Musikstück oder einem Audiosprachdatei die Fourier-Koeffizienten AK und BK ausrechnen, ohne diese fiesen Integrale hier lösen zu müssen.